Haftbefehl, Haftbefehl. Wir sind Steffen und Felix von der Band Kraftklub und wir gucken uns Haftbefehl an auf dem Rheinkulturfestival. Mit hiphop.de. Mit hiphop.de. Mit denen zusammen gucken wir das an. Ja, dann erzählt doch gleich mal, wenn ihr Haftbefehl sehen wollt, seid ihr Fans? Ehrlich gesagt ist nicht so. Der übelste Fan ist jetzt mir so alles anhören. Es gibt auf jeden Fall Sachen, die ich mir mehr anhöre im Hip-Hop-Bereich. Aber auf jeden Fall so, dass ich das jetzt so viel von irgendwelchen Leuten darüber gehört habe, wie krass der ist, dass ich mich jetzt auch mal wirklich angucken möchte. Okay, was gibt's sonst noch für Rap, den ihr hört? Ja, alles, was so mit Haftbefehl verwandt ist. Casper. So. KZ. Hast du auch Hip-Hop? Ich habe nur Kusawasch. Späte zu Kusawasch. Ja, wenig. Nicht so viel. Okay. Ja, wo wir hier gerade schon sind bei Ich bete zu Kusawasch. Du warst ja auf dem Fake-Album von KZ. Ja, da habe ich einen grandiosen Achter eingereift. Ja, war sehr gut. Hat das auf wahren Begebenheiten beruht? Ja, klar. Also, dass dir so passiert, dass du in einem R&B-Schuppen warst und nicht reingepasst hast? Ja. Da, wo wir herkommen, hat man ja manchmal am Wochenende nicht so viel Auswahl, wo man hingehen kann. Und dann gibt man halt einfach dahin, wo... also früher war das so. Dahin, wo der Mädchenanteil groß ist. Und das ist halt oft bei R&B-Partys gewesen. Und da kam ich mir immer ein bisschen komisch vor. Wie lief das denn ab mit den Aufnahmen bei dem KZ-Fake-Album? Da war euer Manager auch dabei auf dem Song, glaube ich? Da wurden wir alle eingeladen von der Plattenfirma von KZ in so einem Loft. Dann wurde so Entspannungsmusik gemacht und jeder sollte so ein bisschen zu sich finden, also dass man jeder seine innere Ruhe hat. Ja, und dann wurde kreativ gearbeitet, aber trotzdem auch mit ein bisschen Zucht drauf, dass halt das Ding fertig werden muss. Und ja, dann haben wir das alles, wir sind dann dazugekommen und die Jungs haben das irgendwie innerhalb von 8 Stunden oder so, ist das halt bestimmt. Ihr seid ja bei derselben Booking-Agentur, glaube ich, wie KZ. Seid ihr auch beim selben Label jetzt, oder? Mhm. Also so kam dann auch der Kontakt zustande. In der KZ. Ja, die haben uns immer geärgert. Mich. Okay, mögt ihr denn KZ? Also zu Beginn eurer Karriere kann ich mich erinnern, dass ihr manchmal mit KZ verglichen wurdet, jetzt vor allem was das Gitarrespiel angeht. Richtig, und das Kacke im Club-Dings. Ah. Ist das ein Vorbild für euch? Sind die Jungs von KZ ein Vorbild, oder? Nö, aber die sind auf jeden Fall voll die guten Rapper. Das ist schon gut. Aber Steffen, sind die so menschlich für dich vor, oder? Menschlich, ja. Ja, sind gute Jungs. Das ist nett. Das sind echt Spitzenburschen. Wir müssen glaube ich erklären, warum wir so einsilbige Antworten und so ein bisschen im Arsch sind. Nicht, dass es so ganz komisch. Wir haben so ein bisschen was über eine Stunde geschlafen, weil wir gestern haben wir Lingen gespielt auf dem Abi-Festival zusammen mit Casper. Das war dann quasi wieder großes Wiedersehen. Der Getrennten und dann haben wir es alle ein bisschen übertrieben und sind dann noch auf dem, wo dann nichts mehr im Backstage und Partybereich ging, dann auch noch den großen Fehler begangen, auch noch auf diesen Zeltplatz zu gehen und da ist dann komplett alles eskaliert und deswegen sind wir alle noch so ein bisschen im Tran. Okay, ich habe letztens ein Interview von euch gesehen, das war glaube ich bei der Splash Kickoff Party, wo ihr erzählt habt, dass ihr dadurch, dass ihr jetzt so viel auftretet, gar nicht mehr dazu kommt, an eurem Album zu arbeiten. Ist das jetzt immer noch so oder was denkt ihr, wann ihr dann dazu kommt, daran zu arbeiten? Na, unter der Woche versuchen wir es mal. Das Problem ist immer, dass ich dann vom Wochenende komme und dann meine Stimme weg ist am Montag. Und dann können wir erst so ab Mitte der Woche weiter aufnehmen mit den Vocals und so. Aber wir versuchen das jetzt gnadenlos durchzuziehen und ich trinke ja jetzt schon seit 3 Wochen kein Alkohol mehr. Und deswegen denke ich, bin ich ganz guter Dinge, dass das funktioniert. Okay,
Könnt ihr denn schon was sagen, wird es ein Adonis Maximus 2 oder wird es ein bisschen anders? Ja, doch. Es wird ein Adonis Maximus 11 vielleicht. Also nochmal ein Re-Release quasi, oder? Nee, wird schon ein Album Neues. Okay. Ich weiß nicht, ob du die Klang meintest, oder? Nee, als allererstes haben wir natürlich erstmal ein Street-Mixtape raus. Dann wird es noch so ein Free-Download-Album geben im Internet. Und dann kommt das alles zerberstende Album, mit dem wir dann Ostdeutschland zurück auf die Karte bringen. Wie sieht das denn mit Features aus? Als Adonis Maximus gab es ja keine. Wird es erstmal welche geben? Und beim Street-Album dann mit Haftbefehl vielleicht? Wär das ach, ja klar, da picken wir uns dann die Großen der Szene raus, das ist klar. Ja, was ich mich bei euch immer gefragt habe, ist, wie es eigentlich dazu kam, jetzt zu eurer Musik. Also gab es quasi, ich glaube, dein Bruder ist auch in der Band, ne? Mhm. Hast du gerappt und die anderen haben andere Musik gemacht und habt ihr euch irgendwann getroffen und beides zusammen gemacht? Oder habt ihr von Anfang an gesagt, wir wollen so eine Mischung machen? Ja. Nee, wir haben uns tatsächlich getroffen und haben gesagt, hey, lass uns doch mal zusammen trinken gehen, so wie die letzten Wochenenden auch. Und dann bei diesem Wochenende ist dann aber passiert, dass wir uns gedacht haben, das ist doch langweilig alles und so und die Musik, lass uns doch irgendwas Neues machen. Und dann sind wir auf diese Idee gekommen, diesen Crossover quasi, das ist das böse Wort sozusagen, das nicht als Crossover zu machen, sondern halt als die Musik, die die Jungs früher schon gemacht haben. Dass man quasi nicht sich als Band auf dieses Beats-Ding also begibt sozusagen. Das ist halt dann irgendwie 90 BPM noch schwer getan und so, sondern dass man quasi bei diesem Indie-Sound bleibt und dann versucht das irgendwie mit deutscher Sprache und mit Sprechgesang von mir aus irgendwie in zu verbinden. Und das hat dann irgendwie ganz cool geklappt und dann haben wir überlegt, hey, jetzt leihen wir uns alle Geld von unseren Eltern und nehmen das auf. Okay, ja, da wollte ich auch gleich fragen, bei Caspers neuem Album war es ja immer so, dass er sich als Motto gesagt hat, Crossover ist der Feind. Seht ihr das auch so oder würdet ihr sagen, ihr wollt schon irgendwie Crossover machen? Nee, Crossover nicht. Weiß gar nicht wirklich, was das für eine Musik ist. Randy Pop. Ein Limp Bizkit ist da. Ja, so ist halt, oder? Nee, sowas wie Limp Bizkit war mir eben nicht. Das war eben doch nicht wirklich eine Musik. Ich eben nicht. Ist ja nur. Zeichnet doch eine Kreuze und zwar ja. Ihr habt ja sonst öfter gesagt, eure Musikrichtung heißt Randy Pop quasi, eine Mischung aus. Ja, wir haben schon was Neues. Wir machen jetzt Sex auf Deutsch. Ah, okay. Oder Sex mit deutschen Texten drauf. Wird das dann auch im Pressetext stehen zu eurem neuen Album oder überlegt ihr euch dann auch eine andere Bezeichnung? Ja, nee, so wird das Album wahrscheinlich heißen. Ah, okay. Und das Genre? Ist dann quasi der Albumtitel. Ah, okay. Clever. Ja, Sex auf Deutsch im Genre Sex. Sex. Auf Deutsch. Da gibt es dann, den bisschen härteren Sex auf Deutsch. Da gibt es den Blümchen-Sex auf Deutsch. Dann gibt es alle Spielarten Sex. Okay, wie ist das mit euren Fans? Habt ihr gemischte Fangruppen? Was macht ihr so für eine Beobachtung? Habt ihr Indie-Fans und Rap-Fans oder? Crossover-Fans. Crossover-Fans. Ihr könnt gut auf so ein Limp Bizkit-Konzert. Die Fans, die wir quasi haben, die jetzt da alle da standen vor dieser Bühne, glaube ich, sind die quasi, die wir einfach abgezogen haben, den Bands, wo wir halt Support waren. Ich glaube, das ist echt, das sind halt quasi eine Mischung aus Beatstatics-Fans, Fettes Brot-Fans und Casper-Fans. Glaube ich. Oder schreibt schon. Okay, ja. Bei eurer Musik ist immer gut, dass man das auch schön mal jemand vorspielen kann, der jetzt mit Rap nicht so viel anfangen kann normalerweise. Wenn ich das gemacht habe, also das letzte Mal zum Beispiel, hat dann einer gesagt, ja, ist lustig, dass die sich so ist lustig, dass die sich so über die Hives lustig machen, weil eigentlich klingen sie ziemlich genauso. Was sagt ihr dazu? Ja, da hat ein Kumpel schon recht. Ja? Hives sind Killer. Also
Ich finde ja auch, ich finde auch nicht, dass man das immer so abstreiten muss, wenn man irgendwo sich beeinflussen lässt und klaut. Klauen halt, deswegen, wer fand das ja auch deswegen lustig. Ich finde es aber echt eigentlich nicht verkehrt. Ich meine, die haben ja auch geklaut, wie die Raben von hier so eine 70er Jahre so ein Garage-Zeug. Garage-Zeug. Kopf. Okay, ja, dann wäre ich eigentlich soweit fertig. Ja. Wollt ihr noch irgendwas sagen? Schicke. Ja, besucht uns in unserer bescheidenen Behausung, die wir hier freundlicherweise hiphop.de zur Verfügung gestellt haben, auch mal auf anderen Festivals. Wir spielen zum Beispiel noch das bekannte Hip-Hop-Festival Splash. Und auch das Reeperbahn-Festival in Hamburg. Könnt ihr jetzt schon was zum Album-Release sagen, wann das ungefähr anstehen wird? Im Herbst. Okay. Gut, dann danke fürs Interview. Ich habe ganz schwitzige Hände. Ja, ich auch. Ich nicht.